jetzt stelle ich euch mal einen richtigen Underdog von Rolex vor. Und zwar die Yachtmaster 1. 40 mm. Referenz 1166-22. Was gibt es über diese Uhr zu sagen? Im Vergleich zu ihrem, ja, ich sag mal, thematischen Bruder, der Submariner, die Yachtmaster liegt ein bisschen unter dem Radar. Warum wurde die Yachtmaster überhaupt gebaut? Warum wurde sie überhaupt gemacht? Und zwar war das früher so, dass Leute, die segeln gegangen sind, die wollten natürlich eine Rolex tragen und haben eine wasserdichte Uhr gebraucht. Eine Uhr, die, wenn man jetzt mal schwimmen geht oder wenn man ins Wasser fällt oder sonst was, einfach nicht kaputt geht. Und da haben sie zuerst die Oyster Perpetual genutzt. Das war so die erste Rolex, die wassertauglich war. Danach sind sie umgeswitcht, natürlich zur Submariner, die einfach noch mal ein bisschen mehr wassertauglich war, die einfach fürs Tauchen auch gemacht war. Und dann hat Rolex sich entschieden, wir machen jetzt eine Uhr, die nicht unbedingt zum Tauchen taugt, aber wasserdicht genug ist, damit man segeln gehen kann und auch einfach vom Design ein bisschen mehr zum Segeln passt. Vielleicht ein bisschen weniger sportlich, ein bisschen eleganter. Und daraus wurde dann im Jahr 1992 die Yachtmaster, die erste. 40 mm hatte sie damals, genau wie dieses Exemplar hier. Und im Jahr 2012 wurde diese Referenz ins Leben gerufen. Die hat eine ziemlich coole Besonderheit, und zwar ist hier die Lünette im Vergleich zu dem Vorgängermodell aus Platin. Auch im Vergleich jetzt zur Submariner beidseitig drehbar, also man sieht hier relativ gut. Bei der Submariner hat man die nur in eine Seite drehbar und sie ist deutlich flacher und ich würde sagen auch noch einen Ticken eleganter als jetzt eine Submariner. Also an sich in meinen Augen die bessere Uhr im Vergleich zur Submariner. Sie kann alles, was für einen Alltag wichtig ist, und noch viel mehr. Was ich an der Uhr ziemlich cool finde, ist, dass sie einfach ein bisschen besonderer ist als ihr thematischer Wasserbruder Submariner. Man sieht sie seltener, sie ist nochmal ein bisschen mit dem blauen Zifferblatt nochmal ein bisschen, ja, anders. Und das Coole ist einfach, dass sie zwei Varianten gibt, beide ziemlich besonders, gerade für das, was man bekommt. Die hat jetzt ein blaues Zifferblatt und rote Zeiger, was ein sehr starker Kontrast ist. Man kann sie auch mit Rhodium-Zifferblatt und blauen Zeigern kaufen. Und das ist in meinen Augen, und ich glaube, so sehen das die meisten auch, eine ziemlich coole Kombination. Die Uhr hat eine Gangreserve von 48 Stunden. Das ist, darin schlummert das Werk 3135 von Rolex. Und ja, sie ist wasserdicht bis zu 100 Meter. So sieht die Uhr jetzt am Handgelenk aus. Wir haben hier natürlich den Sicherheitsverschluss. Das ist ja ein Sportmodell. Das heißt, wenn man jetzt schwimmen oder tauchen geht oder so, dann rutscht sie einem nicht vom Handgelenk. Das ist ziemlich cool. Wir haben Centered Polish links, also auch nochmal ein bisschen Highlight. Und was auch ziemlich cool ist, ist, wie flach die Uhr ist. Also hier, wenn man das so zeigt, die liegt richtig gut in der Hand. Die Größe 40 mm auch mega angenehm zu tragen. Ich glaube, die kann so gut wie jeder auch tragen. Und in meinen Augen eine der Uhren von Rolex, die am meisten underrated sind. Sowohl die als auch tatsächlich die älteren Referenzen sind zwar sehr beliebt bei Liebhabern, aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte ein wasserdichtes Sportmodell von Rolex, ja, da geht man meistens auf, ja, Submariner, Deep Sea, Sea Dweller und so weiter. Die wenigsten denken da an eine Yachtmaster. Und deswegen ist es so ein bisschen, was mich für die Uhr auch begeistert, weil ich einfach sage, die hat nicht jeder, die trägt nicht jeder, und wenn ich die habe, dann ist es was Besonderes.